Nina, es ist vorbei. Nein, ist es nicht. Ehrlich gesagt hört es mich ziemlich an, dass du beim Sex so rüberkommst wie ein junges Fohlen, das zum ersten Mal auf den Beinen steht. Also erstens danke. Und zweitens, ich habe mich um eine zivilisierte Lösung bemüht, aber ich kann auch gern den Macho rauslassen. Kille, 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 kille. Ach, das ist verdammt sexy. Dann sag du mir, wie es weitergeht. Du machst nicht Schluss mit mir und verrätst deinen Freund. Ist das irgend so ein Anwaltspsychotrick? Das wird nie passieren. Setz dich. Das mache ich nicht, ich gehe. Du wirst es mit mir treiben. Das kommt nicht in Frage. Und als Krönung deines Verrats wirst du es auf demselben schweißnassen Tisch tun, an dem ich deinen Freund vernichtet habe. Ich hasse diesen Schmutztisch. Du liebst diesen Schmutztisch. Gott, steh mir bei, es ist wahr, ich liebe diesen Schmutztisch.